Man trifft hier viele interessante Menschen aus allen möglichen Industrien, alle sehr KI-begeistert, neugierig. Viele stehen so vor diesem großen Thema, wie gehe ich daran, was sind Einsatzgebiete für mich und mein Unternehmen, wie kann ich die Mitarbeiter auch fördern, wie kann ich die Situation verbessern, Effizienzen schaffen, effektiver arbeiten. Und dieser Austausch ist wirklich sehr wertvoll. Für mich ist KI das Wort der ungeahnten Möglichkeit. Und ich habe da schon viele Einsatzgebiete erlebt, wo KI wirklich einen großen Painpoint lösen könnte für Unternehmen, für Prozesse, für die Wirtschaftlichkeit und wo die Mitarbeiter das auch gut annehmen konnten. Gerne gekommen aus dem Norden, gerne auch um, ich sag mal, die Erfahrung, die wir gemacht haben, bei unserem ersten Fall zu teilen, anderen Kollegen auch vielleicht die Schwellenangst zu nehmen, insbesondere weil ich über das, was rausgekommen ist, extrem beeindruckt war. Das Thema KI hat uns ja umgetrieben und wir sind ja da schon auch, glaube ich, ganz gut unterwegs. Aber heute Morgen habe ich für mich noch mal festgestellt, welche Geschwindigkeit das Thema angenommen hat und mit welchen Möglichkeiten man arbeiten kann. Da mitzuhalten ist echt eine Herausforderung für die Zukunft. 1000 Summit fühlt sich richtig gut an. Ich habe das Gefühl, hier kommen wunderbare Menschen zusammen, die einen coolen Industriespirit mitbringen und echt Sachen revolutionieren wollen mit KI. Also Digitalisierung par excellence. Macht Spaß. Hands-on-Hackathon. Selber mal ein neuronales Netzwerk zu programmieren und dann aber der Austausch mit den anderen Gewerken, Mittelständler, größere Unternehmen, das ist wirklich so der Mehrwert eigentlich. Ja, unser Anwendungsfall war ein KI-basierter Chatbot, der im Service helfen soll, die Frage der Techniker zu beantworten. Die Rückmeldung war positiv und ich war selber überrascht, dass so viele hier waren. Für unsere KI-Zukunft habe ich Lust und Sorgen. Ich denke, wir müssen aufholen, wir müssen Gas geben, aber ganz sicher ist es wichtig, mal den ersten Schritt zu gehen.